Corona in Duisburg, der aktuelle Stand und auch die aktuellen Entwicklungen rund um die Mutationen war heute Thema hier im Rathaus. Und wir haben jetzt Gelegenheit, mit dem ersten Bürger der Stadt zu sprechen. Oberbürgermeister Sören Link ist bei mir. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht so als erstes Fazit von Ihnen. Die Zahlen gehen runter, Gott sei Dank kann man da, glaube ich, sagen. Aber gerade was die Mutationen betrifft, sind ja doch relativ viele Menschen besorgt. Wie geht's Ihnen damit? Ja, ich kann das zunächst mal gut verstehen. Die Sorge teile ich, weil es noch nicht so wirklich absehbar ist, was sich dahinter verbirgt, was das für Auswirkungen hat. Wir sind dabei, das genau zu kontrollieren und uns ein Bild zu machen. Was man jetzt sagen kann, ist, dass die Zahlen in Duisburg auch deutlich runtergegangen sind, dass sie um den Inzidenzwert 50 pendeln, unter dem Bundesschnitt liegen. Das ist durchaus eine gute Entwicklung und die zeigt, dass wir die richtigen Maßnahmen hier getroffen haben und dass wir sie auch kontrollieren, dass wir da konsequent vorgehen, einerseits. Aber es zeigt eben auch, dass die Bevölkerung dahinter steht, dass sie die Maßnahmen akzeptieren und auch tragen. Das macht mich sehr dankbar, weil nur gemeinsam kommen wir durch die Krise und wenn wir dann auch noch den Impfstoff bekommen, den wir brauchen und wenn die Menschen sich impfen lassen, dann habe ich schon die Erwartung und die Hoffnung, dass wir irgendwann im Laufe des Sommers auch so ein Stück weit Normalität uns auch wieder zurückerkämpfen können. Es gehört alles zusammen. Weiter diszipliniert bleiben, die richtigen Maßnahmen treffen, aber eben auch impfen lassen. Dann haben wir eine Chance, die Epidemie, die Pandemie hinter uns zu lassen. Und so schaffen wir es auch dann mal unter die 50 zu kommen, weil auch wenn die Zahlen gut aussehen, da sind wir uns glaube ich alle einig, sind wir ja noch nicht unter die 50 gekommen, geschweige denn in die Nähe von 35, die ja jetzt als neue Grenze angegeben wurde. Ist das der Plan, wo wir dann unter die 50 dann auch kommen werden? Wir müssen die Zahlen so weit wie möglich drücken, nur wenn wir die Zahlen wirklich massiv zurückfahren, nicht nur unter 50, sondern auch deutlich unter 35, haben wir eine Chance, dass auch irgendwann mal diese Corona-Pandemie endet. Dafür brauchen wir einen höheren Impfanteil in der Bevölkerung. Wir brauchen weiterhin mit Augenmaß Maßnahmen, die uns schützen. Und wir brauchen eben ein Mitwirken der Bevölkerung. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen können. Aber es ist nicht selbstverständlich und Gott gegeben, sondern wir müssen dafür noch weiter hart arbeiten. Aber dann kann es auch klappen. Denn besonders in Stadtteilen oder Bezirken wie beispielsweise Hamborn oder Meiderich ist die Inzidenz im Vergleich zu den anderen Bezirken immer noch ein bisschen höher. Wie sieht es eventuell mit Verschärfungen oder eben Aufrechterhalten der Maßnahmen, die speziell Duisburg auch selber getroffen hat? Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, Landes- und Bundesvorgaben nicht nur sehr konsequent umzusetzen, sondern im Zweifel auch darüber hinausgehende Maßnahmen zu treffen. Ich erkläre mir das mit unseren erfolgreichen Zahlen, mit unseren guten Entwicklungen der letzten Wochen, unter anderem auch dadurch. Ich finde es jetzt an der Stelle wichtig, dass der Krisenstab nicht nachlässt. Der Krisenstabsleiter André Haag hat auch sehr klar gesagt, dass von seiner Seite aus, von Seiten des Krisenstabs weiterhin die Situation täglich analysiert wird. Wenn Bedarf ist, nachzusteuern, werden wir das tun. Ich halte es allerdings im Moment für mutmachend, dass auch in Bezirken mit einer relativ hohen Inzidenz die Entwicklung jedenfalls eine rückläufige ist. Das Einzige, was man einschränkend sagen muss, ist, dass die Mutationen so ein bisschen die Prognose schwer machen. Von daher ist das etwas, was mich wirklich umtreibt. Aber die Entwicklung ansonsten ist wirklich eine gute und deswegen bin ich persönlich als Optimist da eher zuversichtlich. Wir kommen zur letzten Frage. Sie sagten es gerade, Mutationen, das ist alles so ein bisschen schwer einzuschätzen. Trotzdem ist jetzt Landes- und Bundesvorgabe, dass Schulen und Kitas demnächst wieder teilweise, schrittweise öffnen. Wie geht's Ihnen damit, auch als frisch gebackener Papa? Ja, ich kann verstehen, dass viele Leute sich die Wiedereröffnung der Schulen und der Kitas wünschen. Das ist ganz normal. Sie müssen arbeiten und wollen ihre Kinder gut versorgt wissen. Unterricht oder eben eine vernünftige, qualitativ hochwertige Betreuung sind wichtig. Ich kann das mehr als verstehen. Auf der anderen Seite ist es eben so, mit jeder Öffnung, mit jeder Lockerung sorgen wir auch dafür, dass das Potenzial, sich wieder anzustecken, den Virus weiter zu verbreiten, dass das größer wird. Also muss man da aufpassen. Und gerade bei der Mutation muss man eben die Sorge haben, dass durch einen Infizierten im Grunde sehr viele Menschen sehr schnell angesteckt werden. Und deswegen bin ich kein Freund davon, jetzt zu sagen, einfach mal alles wieder lockern, wir haben es ja geschafft. Nein, haben wir nicht. Die Situation ist deutlich besser geworden, aber sie ist eben nicht
so, dass wir sagen können, es liegt alles hinter uns. Wir müssen da dranbleiben. Und deswegen werden wir die Kitas, werden wir die Schulen massiv unterstützen, bei ihren Bemühungen, bei ihren Konzepten, Kinder sicher und auch vertretbar zu unterrichten bzw. zu betreuen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das, was Land und Bund uns vorgeben, mit unseren eigenen Anstrengungen hier auch weiterhin erfolgreich ist. Die Einschätzung vom Oberbürgermeister Sören Link. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Und wir geben jetzt ab, wieder zurück ins Studio.